Bist du soweit, Dean? Ja, läuft. Okay. Hallo da draußen, herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Dean und ich, wir gucken uns heute für euch ein Auto an und es ist wahnsinnig grotesk. Unter der Haube, zeitgemäß oder nicht, ein 4,4 Liter V8 mit 653 PS, der 800 Newtonmeter maximales Drehmoment hat. Das Auto ist 2,6 Tonnen schwer und 5,11 Meter lang. Und ihr müsst euch keine Sorgen um das Auto machen und nicht mal Gedanken daran verschwenden, vielleicht ein bisschen träumen, denn es kostet in der Basis schon 170.000 Euro. Und das ist er jetzt, der BMW XM. So willst du den haben hier. Schön an der Front zeigt BMW sofort, um was es sich handelt. Ein Fahrzeug aus der Luxusklasse mit dieser geteilten Scheinwerferoptik. Oben ganz schmal das Tagfahrlicht und das sieht halt auch richtig aggressiv im Rückspiegel aus. Unten, das verschwindet hier, wenn das Licht nicht an ist, da sind die eigentlichen Scheinwerfer drin. Dann, um zu zeigen, um was für ein Fahrzeug wir hier reden, ist es mit Gold satiniert, ne? Nicht Silber, sondern Gold. Und das ist auch Serienausstattung, es sei denn, du legst noch ein paar Euro drauf, dann kannst du das auch schwarz machen lassen, ne? Und was ich das eben vergessen habe, und ich weiß, es gibt ja genug Nierenhater selbst unter den BMW-Freunden, das sind die Nieren, ne? Verhältnismäßig klein, will man sagen. Weil hier auch schön illuminiert, sagt BMW, interessiert mich gar nicht, ob du die klein oder groß findest. Wir zeigen die mal richtig. Ne? Ich finde aber auch nicht nur, dass sie damit zeigen, pass auf, mir egal, wer die gut findet, wir finden sie gut. Ich finde, das Illuminierte, das verleiht den hier, guck mal, verleiht dem ganzen Nierenhäuschen hier so einfach eine Eleganz und macht sie auch wirklich schlanker. Meine Meinung jetzt. Ne? Ist schon so. Was sie auch geschickt gemacht haben, ist die Farbe, die haben wir hier oben und hier unten, aber in der Front halt auch richtig schön viel dunkles Schwarz. Ne? Und das willst du natürlich haben, wenn du ein sportliches Auto unterstreichen willst nochmal. Und jetzt wollen wir mal hier einen Blick auf die Seite werfen. Was hältst du hier von ihm? Kann man machen? Das sind wohl die dickesten Puschen, die ich jemals auf dem BMW gesehen habe. Warum? Das sind auch die dickesten Puschen, die es vom BMW aus. 23 gibt. Schleifen, toll, ja, ne? Ganz, ganz bescheidene 23 Zoll. Die größten BMW-Felgen in der Tat, die es jetzt gibt, würde es auch für einen X7 mal nicht geben. Für den M1 wäre die geil. Ja, aber nicht diese natürlich, sondern das sind XM-Felgen. Und wer sich jetzt fragt, XM, ne? Citroën hatte doch auch mal einen, hat aber wenig damit zu tun. Wenn ihr euch dieses Logo mal ganz genau anguckt, da sollten so klingelingelingeling, sollte es ein bisschen aufgehen, gerade das M. Dieses Auto ist nämlich das zweite Fahrzeug überhaupt von der M GmbH, ein eigenständiges Fahrzeug. Es wird keinen BMW geben dazu. Also es gibt keinen BMW XM, sondern es ist der BMW XM. Versteht ihr? Von der M GmbH. Und da haben sie sich gedacht, wie unterstreichen wir das nochmal? Weil es gab ja bisher erst einen und das war der M1. Und wer sich den M1 nochmal so ein bisschen vor Augen führt, wird sofort verstehen, was diese Nieren hier zu bedeuten haben. Und diese beiden Kollegen hier. Die Klappe haben wir hier auch noch. Ah, vorhin ist das halbe Leben, was? Ich guck mal da rein, dann kannst du kurz überlegen. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil das amerikanische Modell ist. Hier kann geladen werden. Bis zu 11 kW nimmt das Fahrzeug entgegen, denn wir haben hier auch einen Akku verbaut, 25 Kilowattstunden, fast der. Es ist nämlich ein Plug-in-Hybrid. Es ist nicht nur der V8, sondern im Getriebe hat er dann auch noch einen schönen Elektromotor, um das Ganze zu boosten und die 653 PS sind Systemleistung. Es wird den Wagen, ne? Vielleicht der eine oder andere sagt 653, ja Digga, das geht aber noch mehr. Ne? Natürlich geht das noch mehr. 748 PS wird die Red-Version mitbringen und die hat dann, ich konnte mir die Zahl nicht merken, doch 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und da wird der eine oder andere sagen, braucht man das? Und alle anderen so, ja, 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 das ist schon ziemlich cool, ne, für so ein großes SUV. Ja, hier dann in Gold gehalten, nochmal so eine schöne Linie, die sich einmal drumrum zieht. Und auch da wieder, ne, kannst du in Gold haben, kannst aber auch drauf zahlen, dann ist es auch hier in Schwarz, meine ich. Ich nenne das die Sarah-Linie, weil das ist die Produktmanagerin, die uns das Auto so fein erklärt hat. Ah, und hier schön. Ich bin wirklich gar kein Freund von großem Lichtdesign, Inszenierung, bla bla bla. Aber wenn ihr euch diese Rückleuchten hier mal anseht, die sind schon ein bisschen cool. Was sagt der Herr Mahler dazu? Warte, ich muss erstmal ruhig hierher gehen.
Schon schön. Ich finde vor allen Dingen das Heck und die Rücklichter sind ja Teil dessen, weiß ja jeder. Und er weiß auch jeder, dass ich Heck immer richtig geil finde von Autos. Der Poppes gefällt mir meist am besten und das ist eine richtige Ansage hier. Hier oben also, natürlich nochmal schick Diffusor. Nee, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Erklär du erstmal, was da alles ist und dann sage ich, was das für einen Anschein macht. Ich wollte nur sagen, Diffusor wird ja auch einen Grund haben. Ne? Ist hier nicht schicki-schicki bei der Leistung. Hier haben wir wieder das Gold integriert und möchte man eigentlich mal hören, ne? Den V8, der da raus ist. Ist ja keiner da, hier mach mal schnell an da. Ja, weiß ich nicht. Nee, vor allen Dingen diese Wände hier, die aussehen wie Concrete, also Beton. Da sind welche dahinter, ne? Das, die hören schön zu hier. Da musst du vorsichtig sein, ne? Gut, zurück hier, Kontinuierzeit. Sesam öffnet sich natürlich eine elektrische Heckklappe. Und das finde ich jetzt auch schön. Du denkst natürlich, clever von BMW, hier Aftermarket-Teile gleich mit reinzubringen. Ne? Kannst dir die Tasche quasi passend zu deinem Fahrzeug kaufen. Kofferraum übrigens 540 Liter. Das ist aber nicht mal eben so ein Weekender, den du mitnimmst, ne? Heiti-Teiti, passend zum Auto. Sondern das ist schöne, die Aufbewahrungsbox für die elektrischen Kabel, die du brauchst. Ne? Für die Wallbox oder der Knochen. Sollen wir mal aufmachen? Ja, jetzt haben wir schon was fertig hier. Ne? Gucke mal hier, kannst du auch mal reingucken. Ne? Die Tasche nimmst du dir auch, das schwöre ich dir, schön mit zum Golfen, ne? Kabel raus, nimmst du mit zum ins Freibad, ne? Gibt's noch so viele. Böse Stimmen können jetzt sagen, Kabel brauchst du eh nicht, ne? Ich würde für die Tasche das Geld auch ausgeben. Ja. So, aber jetzt bin ich, nee, hier, ich durfte was zum Heck sagen. Ich finde nämlich, das Heck ist so geil aggressiv, wie ich es selten sehe. Und wahrscheinlich auch, weil die sagen, pass auf, alle, die wir verblasen, die sollen auch von hinten mal gucken, was wir geil sind, ne? Ich sag so viel geil, Jan, ne? Soll ich mit aufhören? Ja, sollst ein bisschen seriöser werden in deinem Alter. Was ich schön finde, interessant finde, kannst du sagen, oder was wirklich phänomenal ist, immer diese Superlativen finde ich auch sehr schön, ist, dass die Heckscheibe, du denkst natürlich, wir sind in Amerika, haben sie nochmal schön Folie drüber gezogen, haben sie aber gar nicht, sondern das ist das dunkelste Glas, was es gibt und du kannst definitiv nicht in das Auto reingucken. Ist natürlich interessant, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, wobei auch da mit den ganzen Neidern, ne, da willst du ja gar nicht erkannt werden, aber wir haben ja vorne alles offen. Aber jetzt gerade in den Zielmärkten wie im Nahen Osten willst du ja hinten auch ein bisschen Privatsphäre haben und in China natürlich auch. Ja, und jetzt wollen wir euch mal weiter mitnehmen. Das Heck finde ich super und das ist so eine Kleinigkeit, da sagst du eigentlich, Jan, was willst du mir jetzt erzählen, ne? So ein Riesenauto, was baust du da auf? Aber hier seht ihr diese Prismenstruktur in dem Griff. Warte, ich mach mal mit Licht, dann sieht man das. War doch eben schöner Flair. Da. Ja, nee. Also Griff beleuchtet und natürlich gibt es einen Softclose, ne? Also muss man gar nicht groß sagen. Was ich eigentlich machen wollte, ist die Tür aufmachen. Du denkst ja immer als Deutscher, Hauptsache vorne ist schön, aber andere Märkte, andere Sitten, die wollen es hinten halt auch richtig schön haben. Und was ich halt klasse finde, Thema Nachhaltigkeit ist jetzt so ein bisschen, müssen wir alle schmunzeln, ne? Nachhaltigkeit bei dem Auto, wissen wir schon, ist jetzt nicht das Top-Thema, aber das Leder hier oben, viele Leute wissen das nicht, wenn du ein buntes Leder hast, ist meistens lackiert. Ne? Es gibt ja keine petrolfarbenen Kühe. Aber hier da oben nehmen sie jetzt einen Vintage-Leder und da verfolgen sie den Ansatz, soll ja schön individuell sein bei dem Leder, kannst du auch mal anfassen, Dean. Und das ist dann nicht unbehandelt, aber so Sachen, wo sie sonst sagen, das Stück Leder nehmen wir nicht, das nehmen sie umso mehr, damit das schön individuell ist halt auch. Ne? Und es tut mir leid, aber jetzt mal ganz im Ernst, leider geil. Guck mal bitte in den Himmel. Das ist ja wohl richtig Porno, würde ich nochmal sagen. Jetzt sage ich, das ist aber richtig schick. Nee, das ist Porno, das ist richtig geil. Das willst du schon haben in deinem Ford Granada, oder? Mein Taunus will ich das haben, ja. Entschuldige, Dean. Aber das ist hier halt wieder diese Prismenstruktur von der Seite her illuminiert. Und nein, es braucht kein Mensch. Ich bin bei euch. Es braucht überhaupt kein Mensch. Aber es ist schon, wenn du eh in diesem Luxussegment bist, willst du es genauso haben. Also ich finde es... Ich möchte das auch mal relativieren, ne? Mit dem Luxus. Für jeden ist ja der Luxus das, was er sich leisten kann. Und wir rennen ja auch nicht in Kartoffelsäcken rum, nur weil das zweckgemäß ist, sondern wir wollen ja auch zum Beispiel eine nette Jeans anhaben oder ein Hemd oder was. Und das ist ja auch schon Luxus dann. Und hier willst du eben auch nicht in der Seifenkiste fahren, ne?
Dean und nach oben keine Grenzen. Dean Marley, Produzent, Hamburg. Kartoffelsäcke, ne? Unter www.dean.com. Würdest du einfach nochmal in der Tür zeigen, das illuminierte Gitter von der Bowers & Wilkins Soundanlage. Ich meine, 1400 Watt kannst du dir hier reinsetzen. Und wie ich es verstanden habe, die meisten Sachen, die ihr hier seht, sind Standard. Das Auto hier kostet 182.000. Basis habe ich euch gesagt 170.000 Euro und wer zum Beispiel die Aufpreispolitik von BMW oder Mercedes kennt, der weiß, normalerweise Auto kostet 170.000, Vollausstattung dann 340, also machen wir mal für 100% drauf. Hier halt nicht so, sondern du hast schon quasi in der Basis mit eine richtig deftig hohe Ausstattung. Ja, und dann dieses ganze schicke Leder hier, was wir eben gerade gesehen und erwähnt haben, das ist nämlich hier der Finish einfach, oder das Finish, das ist unfassbar. Überall bis ins letzte Detail hier. Und das zieht sich hier auch noch rum. Unglaublich. Guck dir das mal an. Normalerweise hört die Sitzbank ja hier auf und hier hast du einen harten Kunststoff oder vielleicht mal ein bisschen Alcantara, wenn es teurer ist, aber das zieht sich hier rum. Alle Tierfreunde und Veganer, es tut mir leid, das sind tote Kühe hier. Ne? Also alles nicht. Aber recycelte tote Kühe. Ja, ja, die braunen schon. Bei den petrolfarbenen hier bin ich mir nicht so sicher. Natürlich hinten noch zwei Klimazonen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber reden. Was mir noch fehlt, weil Dino und ich sind ja gerade den BMW i7 gefahren. Video kommt dann auch irgendwann oder seht ihr auch bei Ausfahrt TV. Eigentlich willst du hier noch so ein 31 Zoll Flatscreen haben, den du aus der Decke ausfahren kannst, aber es ist ja ein Auto der M GmbH, so ein sportliches, und das muss ich dann ja noch so ein bisschen absetzen von so einer normalen Luxuskiste halt. Ne? Steht mir das Auto? Du kannst das tragen, ne? Ich vor allen Dingen farblich. Ich bin zwar mehr der Geländewagen-Typ und nicht so der SUV-Freund, aber und ich bin auch ehrlich gesagt ein Feind von diesen grotesk übermotorisierten SUVs, aber ich sitze hier drin und es tut mir leid, Kinder, es ist einfach cool. Warte, jetzt muss ich aber auch mal Jan hier. Ich weiß nicht, ob die Kamera das hier schön einfängt. Das ist Carbonfolie, habe ich gesagt. Ne? Nein, wurde ich belehrt, das ist echtes Carbon, mattes Carbon. Und viele Hersteller machen das, die nehmen echtes Carbon, dass das schön glänzt, ne? Und machen dann eine matte Folie drüber, wie die tricksen halt. Ne? Hier kannst du aber knibbeln, da kommt keine Folie, sondern zu kratzen nur das Carbon. Also haben wir hier nicht nur die zweifarbige Lederkombination, sondern auch das Carbon. Wir machen ja immer so eine Vorbesprechung. Ne? Wir lassen uns auch ein bisschen was erzählen. Nicht, dass wir jetzt hier alles sagen, ne? So, hey, das ist total super, hey, können wir zur Fahrveranstaltung, aber hey, können wir zur Fahrveranstaltung, würden der Dino und ich ganz gerne machen. Ich bin hier eingestiegen und wenn du ein bisschen mehr Licht hast, dann siehst du hier auch dieses Zweifarbige, was wir euch eben schon hinten gezeigt haben. Aber wenn du wirklich das erste Mal hier einsteigst, du siehst die Zweifarbigkeit in der Türen, diese schillernden, illuminierten Bowers & Wilkins Gitter, das ist... Das sollte der neue Volkswagen werden, ne? Ich gönne das jedem von euch, ehrlich. Ja. Gut, aber wir wollen ja hier nicht nur rumschwärmen. Im Prinzip, das, was wir hier sehen, das ist das 8er-System. Das kennen wir jetzt aus dem neuen 7er auch schon, was sie jetzt nach und nach ausrollen. Das ist jetzt für uns keine Überraschung mehr. Der eine oder andere wird es nicht kennen. Ich denke, der BMW-Kunde schlechthin wird es kennen. Ein Hinweis, und das ist wichtig, darum haben wir diese Vorbesprechung. Mir wurde gesagt, das ist noch nicht das finale Lenkrad. Das wird es noch ein bisschen hübscher geben. Du hast zwar hier schon die M-Tasten, die kennen wir halt, ne? M2, du weißt schon und so. Lecker, 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 M4, aber das ist noch nicht das finale Lenkrad. Trotzdem wollen wir es mal zeigen. Ich weiß, ich habe es nicht verstanden, ob es nur, dass der Rest schwarz ist oder ob sie noch ein bisschen mehr machen. Sie hatten erst überlegt, noch ein sportlicheres Lenkrad zu nehmen. Aber dadurch, dass du hier die ganzen Assistenzsysteme haben willst und gerade mit so einem Alcantara-Bezug, was so richtig sportlich ist, funktionieren halt hier die ganzen Sensoren nicht mehr im Lenkrad. Ne? Das ist ein kleiner Krux für die Automobilindustrie. Sonst, wir haben Head-Up-Display, wir haben das neue System, wir haben alles, was wir so kennen und lieben und schätzen. Und... ich bin so getriggert, diesen Startknopf mal zu drücken. Mach ich natürlich nicht, ne? Bin ich ja brav. Aber hier in Rot, ne, der schreit dich schon so ein bisschen an. Ja, den willst du eigentlich mal richtig draufbraten jetzt, ne? Gut, Assistenzsysteme natürlich auch auf dem neuesten Stand. Es hört sich fast so ein bisschen lapidar an, weil dieses Auto, und das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, aber da bin ich so hinweggetragen worden von der Dynamik, gerade wenn ich im Dean drehe, und dann haben wir immer sehr viel Spaß beim Drehen. Eigentlich ist das Auto nicht nur eine groteske Erscheinung, sondern natürlich auch ein absoluter Technologieträger. Und Wangenstabilisierung. Wir haben kein Luftfahrwerk drin,
wegen der Sportlichkeit. Übrigens auch bei den 23 Zoll Felgen, die musst du natürlich nicht nehmen. Die sind auch Sonderausstattung, weil du hast ja andere Märkte, wo die Wege nicht ganz so gut sind. Sie haben hier übrigens auch ein Sandprogramm. Ne? Da weißt du, hallo Naher Osten, wir haben ein Sandprogramm. Ich finde das immer ganz süß, wenn sie sowas trotzdem in die deutsche Pressemitteilung übernehmen und du denkst so, ja, ne, da kann ich ja in Sylt mal schön an den Strand fahren. Mit dem St. Peter-Ording kannst du. Ja, aber mit so einem Auto kannst du auch in Sylt fahren. Da darfst du wahrscheinlich überall fahren. Ja, machst du batterieelektrisch, dann ist das ja alles in Ordnung. Übrigens, batterieelektrisch habe ich gar nicht gesagt, 82 bis 88 Kilometer sollst du auch weit kommen, wenn du halt nicht das Fahrpedal, muss man ja jetzt sagen, immer bis zum Boden durchdrückst, weil dann ist natürlich der Strom viel schneller leer. Die Verbrauchswerte, die finde ich auch klasse, 1,5 Liter super nur. Das ist ein Volkswagen, ne? Okay, da kommen dann noch diese 30 Kilowattstunden Strom zu. Und ihr wisst ja, bei den Plug-in-Hybriden, diese Werte sind irgendwie berechnet. Das sagen wir es mal so, ne? Das machen ja nicht die Hersteller, sondern ich. Das brauchen wir uns heute nicht drüber aufregen. Ja, aber somit, wo war ich stehen geblieben? Ach, Assistenzsysteme, Wunderwerk der Technik, Wunder der Technik. Wankstabilisierung hatte ich schon gesagt. Also, wir haben schon alles an Technik hier reingesteckt, was geht an dem Auto. Ich darf euch das jetzt noch nicht so erzählen. Ich darf schon, will es aber nicht, in der Hoffnung, dass wir zur Fahrveranstaltung kommen, oder? Wir müssen also, da immer noch ein Ass im Ärmel haben. Darum machen wir hier immer so Würstchentechnik. Ne? So ein bisschen. Ich würde ja sagen, wenn wir nicht eingeladen werden, reichen wir es nach. Aber warum? Für den Verbraucher. Gut. Ja, aber ich glaube, wir können auch mal zum Ende kommen. So. Ich steig mal aus und du stellst dich wieder nach vorne. Pass auf, du steigst mal aus, ich stelle mich vorne hin und dann machen wir einen Umschnitt, so wie wir mit zwei Kameras arbeiten würden. So wird's denn gemacht? Ich kann damit, ich schwör's dir. Das. Läuft! Ja, Kinder, da freue ich mich total über eure Kommentare. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, ne? Abonnieren, kommentieren, Glocke an, all das. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung hier. Meine Meinung ist, du hast schon was vergessen, ne? Nee. Ja, klar. Willst du den Beitrag machen? Nö, aber ich sag mal so, ich schmeiß immer so eine Zahl hin wie 4,3. Mit einer 100 kombiniert vielleicht. Oder eine 10 mit einer 200 kombiniert. Die Beschleunigung von 0 auf 100 erfolgt unter idealen Bedingungen 4,3 Sekunden. Bleibt ihr auf dem Fahrpedal einfach mal stehen, dann seid ihr in 10 Sekunden bei 200. Kann man machen, ne? Genau. Aber? Höchstgeschwindigkeit ist dann 250 km/h. Gut, dass ich dabei bin, ne? Ja. Aber? Es geht sogar noch weiter. Ihr bucht das Drivers Package, was sich ja anbietet bei dem schmalen Kaufpreis von 170.000 Euro. Dann erhöht sich die Höchstgeschwindigkeit auf stolze 270 km/h. Und das finde ich bei so einer Kiste, man weiß doch hier, da kommt doch viel mehr raus, wenn du willst. Wieso ist denn bei so einem Drivers Package nicht, pass auf, da machen wir eine 3 vorne hin irgendwie. Also, oder was komplett Gigantisches. Na, man will es ja nicht absurd machen. Stimmt, das muss ja alles im Rahmen bleiben. Und ja, das haben Sie damit wirklich gut geschafft. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ich danke dir ganz herzlich, Dean. Es war mir eine Freude. Mir ist immer eine Freude dabei hat zu sein. Hat mich hier das ganze Event lang begleitet. Und nicht als Kameramann und Moderator, sondern auch als Freund. Oh, er sagt es einfach, ne? Kinder, wir sind draußen. Wir freuen uns wirklich. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ob es da draußen noch Leute gibt, die sagen, leider geil, kann man machen. Technologie, die wieder alles toll. Und ganz im Ernst, jetzt mal wirklich ernsthaft, ganz kurz zumindest. Ich weiß, dass da draußen die Lage in der Welt ein bisschen anders aussieht. Wir trauen uns kaum, die Heizung anzustellen oder mal länger warm zu duschen. Wir wissen nicht, ob die Jobs gesichert sind und so weiter und so fort. Da wirkt so ein Auto wirklich grotesk. Das ist mir durchaus klar. Aber erstmal, die Automobilindustrie entwickelt ja nicht von heute auf morgen und dann ist das Auto fertig, sondern die sind schon ein paar Jahre dabei. Und dann muss man immer wieder bei solchen Autos auch dazu sagen, es sind auch Technologieträger. Jetzt geht das Licht schon aus. Unsere Zeit ist um. Wir gehen jetzt einfach. Deswegen. Okay. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wir verabschieden uns. Mit bis dann, euer Dean und Jan. Das üben wir auch noch ein bisschen.